ebenfalls Oberliga-Spiel zwischen USC Paloma und ETSV Hamburg, Entschuldigung. Ich grüße die Pressevertreter, die Zuschauer und natürlich ganz besonders die beiden Trainer, der Gästetrainer Berkan Alder und unser Trainer Marius Mitsch. Und Statistik zum Spiel, Endstand 4-2, Halbzeitstand 2-1, Zuschauer 160 Zahlende. Wie immer möchte ich gerne unseren Gästetrainer das Wort geben. Bitte, Berkan. Ja, also es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, dass wir im Spiel, weil das auch unerklärlich war, wie wir die Tore kassiert haben. Das war jetzt kein Spiel, wo man sagt, das war irgendwo, wo wir nicht wollten, aber wir haben individuell so krasse Fehler gemacht von Spielern, die wir so in der Form, beziehungsweise Spielern, denen es eigentlich in der Form nicht passieren darf. Das hat uns dann nach hinten geworfen, aufgrund Unkonzentriertheit, unstrukturiert, wie auch immer. Also das Schlimme ist, wenn man unser Training sieht und wenn man dann teilweise auch sieht, auch andere Spiele von uns sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir hier solche individuellen Fehler machen. Aber wir machen diese Fehler eben genauso zusammen, wie wir auch dann Tore schießen. Und wir haben heute zu wenig Tore geschossen, wir haben viel zu viele Tore kassiert. Und dementsprechend müssen wir uns relativ schnell sortieren und am Donnerstag im Pokal, im schweren Pokalspiel bei Sasel, bei Kräften und vor allen Dingen auch bei geistiger Frische sein, die wir heute teilweise haben, vermissen lassen. Wieso passiert sowas? Das sind immer so eine Frage. Ne? Fragt man 10 Leute, hat man 10 Antworten. Es ist halt einfach so, dass in Situationen einfach die Hellhörigkeit, die Feinfühligkeit für Situationen teilweise nicht gegeben ist. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, wir spielen in der Oberliga. Wir gucken nachher vielleicht in die Bundesliga und die machen genau dieselben Fehler, teilweise auch unstrukturiert. Von daher müssen wir für das, was wir hier machen und die Ziele, die wir haben, die wir definitiv haben, darf uns das so in der Form nicht passieren. Das wissen die Jungs, das wissen alle. Und daraus müssen wir halt relativ schnell unsere Lehre ziehen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir haben 20 neue Spieler. Wir haben 20 neue Spieler. Es fehlen unfassbar wichtige Spieler, auch immer noch, leider, ne? Auch durch den Ausfall von Buja. Unsere Statik, ne? Popov hat 4 Wochen nicht trainiert, ist jetzt wieder da, ist gefordert, hat Krankheitsfälle und. Das sind keine Ausreden, aber das ist für eine neu formierte Mannschaft relativ schwierig, gegen eine gut spielende Mannschaft mit einfachen Mitteln, zweiten Ball versucht zu bedienen, dann halt auch Gefahr ausgestrahlt hatte, und zwar so viel, dass wir zu viele Tore kassiert haben. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Paloma. War auf jeden Fall ein verdienter Sieg, weil wir eben halt auch Paloma ein Stück weit haben eingeladen. Aber das gehört dann noch zu unserer Lehrstunde oder zu unserem Lehrtag heute dann wohl auch dazu, leider. Vielen Dank, Berki. Ich übergebe an Marius, bitte um deine Statement. Danke dir, Berki, für die Worte und Glückwünsche. Ich glaube, vor allem heute defensiv unsere beste Saisonleistung, wenn man sieht, was da offensiv auch heute zurollt. Mit, glaube ich, 53 Toren vorher. Die Ergebnisse waren 9 gegen Wacker, 5 gegen Sasel. Und wir lassen, glaube ich, bis zum ersten Tor 1 zu Ecken zu. Aber gefühlt war es der erste Torschuss, so richtig auf Jonas Marschall in der 37. Minute. Dann wirklich Hut ab, wie wir im Kollektiv heute verteidigt haben und wie wir diese brutale Qualität da vorne im letzten Drittel dann irgendwie doch im Griff hatten. Und außer dem Fernschuss und dann das Eckending gar nicht so viel zulassen, sondern selber erste Halbzeit unsere Nadelstiche hatten. Ich meine, Aaron Blinkert musste schon vorher das Tor machen, das ist ein 1000%er. Wir haben mit Aaron zweimal eine Riesenchance auf dem linken Fuß. Also, dass man fast schon so ein bisschen sich geärgert hat, dass man nicht in der ersten Halbzeit schon irgendwie aufs Dritte gegangen ist oder diesen Puffer hat, weil man halt weiß, dieses Spiel ist bis zum Ende heiß. Die Mannschaft kann immer irgendwie wieder ins Spiel reinkommen und so eine Führung kann dann auch trügerisch sein. Aber vor allem, welche Intensität wir heute hatten, mit welcher Power wir von der Bank irgendwie leidenschaftlich reingefunkt haben und wie eklig wir zu bespielen waren heute, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und gut. Gerade auch wenn wir in der Stadion so ein bisschen gewechselt haben, anderes Modell, heute vorderster Front mit Aulon gewählt haben, hat das, finde ich, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert und auch unsere fußballerischen Einsätze gehabt. Wir hatten immer wieder Momente, wo wir auch gezockt haben. Klar, haben wir auch viele lange Bälle gespielt,
auch da bewusst ein bisschen auf den zweiten Ball gepresst. Und zwar von dem, ja, wie wir das Topspiel angegangen sind, gegen halt eine Top-Mannschaft. Wir haben jetzt gegen die ersten Mannschaften, ETV und das, noch verloren. Und in der Vergangenheit hat es uns eigentlich immer stark gemacht, dass wir auch mal Mannschaften von oben ärgern konnten. Und das haben wir uns heute natürlich fest vorgenommen, dass es dann mal losgeht mit einem Top-Favoriten, der hier in der Bruckner Straße Punkte lässt. Und deswegen sind wir super happy über die Leidenschaft, die Intensität, das ist Single 45 Bruckner Straße Fußball. Also so mögen wir das und ich glaube, so ist es dann auch für jeden Gegner, egal welche individuelle Qualität da drüben steht, eklig hier Fußball zu spielen. Deswegen großes Kompliment an meine Mannschaft, dass wir es wirklich heute mit unserer besten Saisonleistung gezeigt haben. Ich finde auch verdient gewonnen haben und jetzt nicht uns cremen müssen, sonst waren ja eher noch ein paar vergebene Chancen, die wir da auf dem Fuß hatten. Also das Thema aus der letzten Saison, wir schießen keine Tore, wir sind irgendwie Chancenwucher haben wir dieses Jahr nicht. Ich glaube jetzt 5 Spiele mit 3 Toren, jetzt heute 4. Also man kann schon sagen, dass unsere Offensive im Vergleich zur letzten Saison schon belebter ist. Und wenn das gepaart ist mit heute einem guten Defensivauftritt, mit stabilen Jungs da hinten drin, dann macht es einfach Spaß. Natürlich kommen jetzt so Spiele auf Rasen, wo wir uns auch in der Vergangenheit schwer getan haben. Türkei haben wir eigentlich immer eine Rutsche gekriegt. Das ist natürlich jetzt der Anreiz, dann irgendwie beständig auch drin zu bleiben. Aber erstmal sind wir happy, dass wir von den 4 ganz Großen da oben in der Oberliga auch mal gegen einen heute Land gesehen haben und Punkte geholt haben. Von daher sind wir sehr happy und wünschen euch alles Gute im guten Saisonverlauf. Und einen schönen Sonntag. Danke, Marius. Fragen? Seid ihr Presse? Einer an Marius vielleicht. Hattest du beim Warmmachen, als die Szene mit Colin war, ein bisschen Bedenken? Oder war das eher der richtige Wachrüttler vielleicht nochmal kurz vorm Spiel? Es sah schon noch ein bisschen dick aus und es war tatsächlich noch ein bisschen knifflig, ob wir es dann riskieren oder nicht. Gut, ich habe ihn auch gesagt, nächste Woche im Urlaub, er verpasst 2 Spiele, dann muss er sich heute fürs Team dann irgendwie nochmal opfern und mit dem dicken Knöchel halt durch das Spiel gehen. Aber klar, es ist nicht hilfreich im Warm-up, wenn du dann irgendwie noch Abläufe verändern musst oder Spanner sich dann nebenbei noch warm macht als zusätzliche Option und man einfach nicht weiß, ob er es hinkriegt oder nicht. Letztendlich auch zusammen mit Tom Burmeister, muss man ja auch sagen, ein Bomben-Spiel gemacht. Also auch Tom kommt auch von einer Mannschaft, die eher ein bisschen anders gespielt hat und hat jetzt auch nicht die glücklichsten Stationen, ist glaube ich 2-mal in Folge abgestiegen und er spielt hier, als wenn er 3 Jahre schon bei uns wäre. Und das gibt uns einfach auch Sicherheit, dass die Jungs das da hinten richtig gut machen und man sich da im Moment auf viele Spieler verlassen kann. Weitere Fragen? Berghahn, dich die Frage, mit dem 1-2 vor der Halbzeit direkt, habt ihr ja eigentlich noch so einen Moment gehabt, wo ihr sagt, jetzt kann man vielleicht noch wieder ins Spiel reinkommen. Du hast schon gesagt, die Abwehrfehler auch in der zweiten Halbzeit nicht in den Griff bekommen. Was war in der Kabine das Thema nach dem 1-2 zur Halbzeit? Im Grunde genommen liegt es ja auch daran, wenn du 1-2 zurückliegst, dass du halt nochmal alles mobilisierst, kleine taktische Fehler korrigierst. Und wir hatten ja teilweise dann halt auch richtig coole Staffetten dabei, die haben auch sehr gute Aktionen gehabt. Die haben das aber halt erst in den letzten Momenten nicht hingemünzt. Und auch ein Stück weit war ungeschickt Pech bei einigen Situationen. Klar hat Paloma auch nochmal 1-2 Situationen, die sie machen müssen. Aber im Grunde genommen kippt so ein Spiel eigentlich nur dann wieder, wenn man eben ein Stück weit mehr Energie, mehr Feinfühligkeit und gleichzeitig aber auch Hellhörigkeit an den Tag bringen, offensiv wie defensiv. Das war ja im Prinzip nur das Manko. Das war jetzt ja nicht so, dass wir Arbeitsverweigerung betrieben haben, um Gottes Willen. Also das war einfach nur in irgendwelchen Situationen einfach gar nicht präsent gewesen. Und da bist du halt bestraft in der Oberliga. Die Oberliga Hamburg gehört zu den besten Oberligen in Deutschland. Und das sieht man immer mehr, weil immer mehr Talente, immer mehr auch erfahrene Spieler fast in jeder Mannschaft zu finden sind. Und von daher ist das hier kein, wenn man hier in der Oberliga was reichen will, das wird kein Spaziergang. Okay, danke. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann möchte ich euch nicht entlassen, um auf die kommenden Spiele hinzuweisen. Unsere Gäste vom ETSV spielen am Donnerstag im Pokal, Becky hat schon gesagt, um 15 Uhr beim TSV Sassel. Ich werde das Spiel für glücklicherweise dafür. Am Sonntag dann darauf in der Liga zu Hause gegen Cordi, 13 Uhr. Wir sind im Pokal gerade am Donnerstag um 13 Uhr im Sportpark Hinschenfelde gegen SC Feinukraine aus der Kreisklasse und am Samstag in der Liga, wie Marius auch schon sagte, beim FC Türkei, hoffentlich diesmal ohne Rutsche.
Und ja, und ganz wichtig noch, unser Promispiel am nächsten Sonntag, um den 6. Oktober, seid ihr herzlich eingeladen, ab 15 Uhr Auswahl der Hamburger Volksbank, jede Menge Promis, ehemalige Bundesliga, Spieler, Nationalspieler hier, gegen ein Team Paloma zugunsten der Uwe-Siedler-Stiftung und des Nachwuchses des Paloma. Ich danke euch, schönen Sonntag, kommt gut nach Hause. Bergi, alles Gute für das Saison.